Jede Nacht brennt Licht in diesem Zimmer. Ein Beamter stellt die Nachrichten aus Österreich zusammen. Der Österreich-Bericht ist eine Presseübersicht, zusammengestellt in erster Linie für unsere Botschafter und Gesandten im Ausland zur raschen und intensiven Informierung über die Ereignisse in Österreich. Denn bei einer Gelegenheit hatten sie sich des Öfteren geäußert, dass sie früher ziemlich spät und mangelhaft informiert wurden. Und nun suchten wir einen Weg, der auf einfachste und ausgiebige Art diesem Übel abhelfen konnte. Und deshalb wird hier Nacht für Nacht eine Presseübersicht zusammengestellt, die auf kürzesten und raschesten Weg in die Hände unserer Botschafter und Gesandten gelangen soll. Mit dem ersten Morgenflugzeugen gehen die ersten Exemplare in alle Welt hinaus. Nacht für Nacht wickelt sich mit Hilfe sinnreicher Requisiten die Nachrichtenübermittlung ab. Auf! Regierungsvertretern aus Bonn und London hat die Promptheit dieses Verfahrens imponiert. Nacht für Nacht kommt ein Wächter über diesen Hof. Er ist hier schon so oft vorbeigekommen und merkt es gar nicht mehr, dass er an den Gips- und Marmorfronten aus Österreichs Vergangenheit defiliert. Echte Tradition ist selbstverständlich. Und ohne es zu wollen, stellt Elisabeth, die letzte große Kaiserin, auch hier ihre Umgebung in den Schatten. Die Wandelgänge für Österreichs Politiker und Diplomaten hatte Lukas von Hildebrand nicht eben breit bemessen. Als ein sprichwörtlicher Spararchitekt das Gebäude renovierte, wurden sie noch schmäler. Schließlich blieb nur noch ein nüchternes Amtshaus übrig, das von besseren Zeiten träumt, dafür aber der Entfaltung österreichischen Beamteneifers keine Grenzen setzt. An der Begrüßung sollt ihr sie erkennen. Ergebenster Herr Botschafter. Jedem Rang sein Gruß. Respekt, Herr General. Ehre, wem Ehre gebührt. Unerbittlich werden Beamte, Politiker und Diplomaten schon an der Pforte eingestuft. Ergeben, Herr Exzellenz. Gegen die Platzierung durch die Portiers hilft nur eins: Beförderung. Befehlung, Herr Sektionschef. Portier, eigentlich Portier bin ich seit 53. Früher, in 36 Jahren, habe ich angefangen als Saisonarbeiter. Bin abgebaut worden, habe mich aussetzen, in 37 Jahren habe ich wieder angefangen. Da hat mir der Herr Regierung gesagt, Lehner war zu der Zeit der Chef, hat mir gesagt, Sie können anfangen, 5 Schilling pro Tag. Und dann sage ich, Herr Regierung gesagt, ich habe 2 Kinder. Ich würde schon bitten, wenn ich in den alten Vertrag wieder reinkomme. Sagt er, ja, mein lieber Herr, wenn Sie nicht wollen, 100 andere fehlen. Dann sage ich, das ist eine bittere Zeit gewesen dort. Ich will nicht daran denken. Sage ich, na ja, muss ich halt reinpassen in den sauren Apfel und arbeite halt um 5 Schilling pro Tag. Die Gehälter in diesem Haus sind schmal wie seine Wandelgänge. Das bekamen schon die Handwerker zu spüren, die den Bau errichtet haben. Täglich mussten sie um ihre Bezahlung bitten. Wahrscheinlich haben sie sich schließlich mit der hohen Ehre ihrer Mitwirkung begnügt. Auch heute ist es nicht unbedingt ein Broterwerb, dem Ballhausplatz zu dienen. Oder höchstens für Minister, die einmal in der Woche unter Vorsitz von Bundeskanzler Dr. Gorbach tagen. Ich eröffne die heutige Minister. Ich eröffne die heutige Ministerratssitzung und begrüße alle Erschienenen auf das Herzlichste. Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Beschlussprotokoll liegt bei. Wünscht wer zum Beschlussprotokoll das der letzten Sitzung das Wort? Es ist nicht der Fall. Schluss. Aus.
Der österreichische Ministerrat hat jeden Dienstag Sitzung. Jeden Dienstag tagen deshalb auch die Chauffeure, freundliche, aber im Grunde sehr unnahbare Wesen, der Würde ihrer Vertrauensstellung voll bewusst. Früher tränkte man im Hof die Pferde. Heute fahren die Ministerautos mit zwei Nummern. Jederzeit und je nach Belieben haben sie die Möglichkeit, entweder das Gewicht ihrer offiziellen oder ihrer privaten Persönlichkeit im Verkehrsgewühl der Donaustadt auszuspielen. Wie Quai d'Orsay und Downing Street gehört auch der Ballhausplatz zu den ältesten Begriffen, die stellvertretend für die Außenpolitik ihres Landes stehen. Es läge nahe, den Namen Ballhausplatz darauf zurückzuführen, dass gewandte Diplomaten einander hier leichte Bälle zugeworfen haben. Leider stimmt das nicht. Man könnte bei dem Wort Ballhaus natürlich auch an große Bälle denken, weil doch der Wiener Kongress hier tagte, von dem man sagt, dass er tanzte, aber nicht vorangekommen sei. Die Feste dieser Zeit fanden aber in repräsentativeren Schlössern und Palästen statt. Ganz anders kam das Kind zu seinem Namen. Die ritterlichen Turniere wurden in Österreich von einem dem Tennis nicht unähnlichen Ballspiel abgelöst, dem die Wiener in Ballhäusern begeistert frönten. Und so ein Ballhaus hat hier einmal gestanden. Der Ballhausplatz hat also eine sportive Tradition. Der Geist des Hauses blieb konstant. Verändert haben sich nur die Bewohner. Hallo, Herr Dr. Löw. Bundeskanzleramt, bitte. Dr. Steiner, Staatssekretär Dr. Steiner, bitte. Ich verbinde mit Herrn Staatssekretär. Wenn ich zu mir selbst etwas sagen darf, so ist es so, dass ich als Sohn eines Bäckermeisters in Innsbruck geboren bin und nach einer harten Kriegszeit mein Studium selbst verdient habe durch Dienst in der Landesregierung bzw. in der Stadtverwaltung Innsbruck. Vor 13 Jahren bin ich zum ersten Mal mit großen Herzklopfen zum Ballhausplatz gekommen. Ich war dann in der Botschaft Paris tätig. Später habe ich mich mit Südtirol-Fragen befasst. Schließlich war ich dann Sekretär bei Minister Gruber und später lange Jahre bei Bundeskanzler Raab. Vor 3 Jahren bin ich als Leiter der österreichischen Gesandtschaft nach Sofia gekommen und nun bin ich vor einigen Wochen diesmal wieder mit großen Herzklopfen auf den Ballhausplatz zurückgekehrt. Die Diplomaten rekrutiert gesandter Turski. Gern, ja, Herr Binder, bitte. Wenn man mich fragt, wie man Karriere machen kann in diesem Beruf, so möchte ich sagen, dass man nicht davon ausgehen kann, etwa nach dem nestorischen Ausspruch, der Beamte hat nichts, das aber hat er sicher, sondern er muss ebenso wie in der freien Wirtschaft, im freien Wettbewerb überdurchschnittliche Leistungen erbringen. Ja, bitte. Ja, für UNO-Angelegenheiten, das ist der Gesandte Waldheim. Ich verbinde, Moment bitte. Es wird aber gesprochen, wollen Sie bitte warten? Ja, bitte sehr. Oft hört man die These, Österreich ist ein Bollwerk des Westens. Auf der anderen Seite wieder die These, Österreich sollte eine Brücke zwischen Ost und West sein. Ich glaube, beides ist überholt und heute in keiner Weise mehr zutreffend. Wir haben absolut nicht die Absicht, ein Bollwerk des Westens gegen den Osten zu sein. Sie wissen, wir sind ein neutrales Land und daher scheidet diese These von vornherein aus. Andererseits wollen wir eine vermittelnde Rolle spielen, allerdings in dem Rahmen, in dem sie ein Land von der Größenordnung Österreichs spielen kann. Es wäre vollkommen verfehlt zu glauben, dass ein kleines Land wie Österreich in der Lage ist, eine große Vermittlerrolle zu spielen. Wir müssen Realpolitik betreiben. Eine Politik, die bei aller Achtung der Tradition frei von Sentimentalität und losgelöst von gewissen Komplexen der Vergangenheit ist. Aber wir sind selbstverständlich gerne bereit, im Spannungsfeld der internationalen Politik durch eine vernünftige
durch ein vernünftiges Verhalten unser Schärflein zu einem besseren Verständnis zwischen Ost und West beizutragen. Jede Generation wollte dieses Haus um jeden Preis verändert sehen. Keine hat es je geändert. So ist das Leben, meint Bundeskanzler Dr. Gorbach. Die nichts werden wollen, werden was. Und die sich bemühen, ziehen den Kürzeren. Es ist kein leichtes Amt, das ich hier eingeantwortet bekommen habe. Aber ich glaube, der Verantwortung, die mir übertragen ist, gerecht zu werden, wenn ich vor allem das Königliche im Menschen, die Menschlichkeit selbst, zum Gesetz meines Handelns mache. Der liebste Chef, mein lieber Herr, das ist eine kitzliche Frage. Ich will keinen emporheben und ich will keinen zurücksitzen, auf Deutsch gesagt. Aber Sie wissen, es waren schon so viele Chefs da. Mein Gott, wir sollen ja sagen, der oberste Chef, wo es war der Fili. Der war von 45 Jahren, 8 Jahren, nicht? Der war, wie man sagt, so ein bisschen mehr fürs Volk. Der älteste Chef des Hauses war Fürst Metternich, von dem auch heute noch die Ballhausplatz-Chronisten zu berichten wissen. Die wesentlichen Besprechungen des Wiener Kongresses, vor allem auch die Unterzeichnung der Friedensakte, fanden hier im Kongresssaal statt. Und zwar unter Vorsitz des Fürsten Metternich, welcher übrigens auch im Hause samt seiner Familie wohnte. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie die angenehmen Düfte aus der Küche und der Zuckerbäckerei, die in den unteren Räumen lagen, in die Nasen der Konferenzteilnehmer drangen und die erregten Gemüter beruhigten. Wie schwierig das Verfahren schon im Protokoll gewesen ist, zeigen die 5 Türen, die in den Saal hereinführen. 2 von ihnen sind nämlich gar keine echten Eingangstüren, sondern führen in Besenkammern. Da an dem Kongress nämlich 5 Staatsoberhäupter, die Könige von Württemberg, Bayern, Dänemark, Preußen und der Zar von Russland teilnahmen, von denen keiner beim Eintritt hinter dem anderen zurückstehen wollte, reichten die vorhandenen 3 Türen nicht aus. Aber man fand die typisch österreichische Lösung. Man ließ eben 2 weitere Türen ausbrechen. Am 24. Juni 1914 verließ das Ultimatum an Serbien den Ballhausplatz, das zum Weltkrieg führte. Viele Jahre später war es das tragische Los des Bundeskanzlers Dr. Dollfuß, in seinem Amtssitz von einer Terrorgruppe von Nationalsozialisten ermordet zu werden. Na, jetzt ist dann der Umbruch gekommen, habe halt wieder angefangen, 37 Jahre als Saisonarbeiter, ist dann der Umbruch gekommen. Und da ist dann das tausendjährige Reich gekommen. Wir kommen in der Früh rein, Haus dort gesperrt, keine Wache da, zivil, Hakenkreuz, Armbinden, was wollt ihr da? Na, arbeiten. Gibt's nicht. Neue Regierung, wer seid ihr? Nach Hause weiter. Also gut. Was macht's? Nur Ofen heizen und Möbel tragen. Na, kennt's einer. Dann sind wir aufgekommen ins Zimmer, nicht? Auf einmal geht der Kopf hoch und der sagt, was wollen Sie hier? Dann sag ich, ich mein Richt, nicht die Heizer, sondern machen Sie Ihre Arbeit und verschwinden Sie. Dann haben wir unsere Arbeit gemacht, haben die ich mein gerichtet und sind wieder gegangen. Na, und dann Nachmittag hat es geheißen, also rauf in die Zimmer, Papier gekramt, haben wir Berge von Papier übertragen. Nicht? Die Akten, ist die Gestapo gekommen und hat alles sortiert. Dann haben wir das Papier übertragen, Papier geholt und haben das erste Mal Papier gekriegt. Also das Papier ist verkauft worden, da das Geld, was da eingenommen ist, worden, das haben sie keiner mehr geholt. Nicht? Das war so eine gewisse quasi so eine Geste von der Gestapo. Ne? Das ist halt Papier. Ne? Und haben sie es halt gut gehen lassen. Uli? Ja, bring, schau, dass die Zeitungen aufgezahlt, wo sie da raufschickt. Und schick mir die anderen rüber, ja? Aber vergiss nicht.
Sei nicht so komisch beim Reden, hörst. Vergiss, ob er nicht drauf hörst. Weil sonst müsste ich selber raufrennen, ne? Und das mag ich nicht. Da fuhr man ja in den Aufzug. Nein, hab ich noch nicht. Der kommt schon, wirkt ihn nicht. Ist der, was? Ist recht. Also zahl auf dann. Vierte. Die Verbindung zwischen Bundeskanzleramt und Außenministerium ist eine Wendeltreppe im Hitchcock-Stil. Der an ihr angebrachte Mechanismus sorgt für einen reibungslosen Verkehr zwischen beiden Ämtern. Jule! Ja? Zau auf, schick den anderen runter wieder. Bin schon da. Aber langsam. Bin schon da, nur nicht Hunnung. Dass er nicht hängen bleibt. Nur nicht Hunnung. Ja. Vorsicht wegen Anreißen. Sonst können wir zu Fuß getan. Ja, schon. Du siehst, das geht schon. So. So. Was hast du schon wieder drin da? Na, weißt du, die nächsten Nachrichten. Die nächsten. Das ist nicht richtig. Nachdem die in Österreich akkreditierten Missionschefs den Titel Exzellenz führen, der sonst in Österreich nicht mehr üblich ist, müssen sie schreiben an seine Exzellenz, ja? Graf Etienne de Cruchanel, AO und Chef Botschafter der Französischen Republik. Und kommt das in die Einladung dann auch hinein? In der Einladung heißt es Ihnen, Ihren Exzellenzen, aha, Herrn ja. Botschafter und Gräfin de Cruchanel. Aha, und die Etikette der Schreibstuben zu beherrschen, gelingt nur ganz erfahrenen und disziplinierten Kräften mit einer barocken Fantasie. Es ist klar, dass die alten bewährten Kanzleibeamten die Kanzleiordnung aus dem FF kennen und sie nun sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich selbst erinnere mich mit der lächelnder Wehmut der ersten Schritte im Kanzleidienst, wo ich als blutjunger Anfänger die Kanzleiordnungspunkte sozusagen in Hauptachtstellung meinem Vorgesetzten vortragen musste. Nun soll auch diese alte Kanzleiordnung die letzte Stunde geschlagen haben. Im Zuge der Verwaltungsreform soll nun eine moderne, den neuzeitlichen Anforderungen entsprechende Kanzleiordnung geschaffen werden. Sie könnte dann in eine neue Form gekleidet die Tradition des österreichischen Beamten fortsetzen. Mit Beginn der Amtsstunden ändert sich das Weltbild jedes Beamten am Ballhausplatz. Die höchste Form des pflichteifrigen Beamten war ein heute schon legendärer Hofrat, der auch nach seiner Abdankung noch ins Haus gekommen ist, um sich von seinen glücklicheren Kollegen erledigte Akten auszubitten. Er hat sie dann zu Hause abgezeichnet. Es blieb schließlich nichts anderes übrig, als den treuen Staatsbeamten aus Wien zu verbannen. Heute zieht eine Aktenzerreißmaschine einem derartigen Eifer Grenzen. Aber bis ein Akt das Zeitliche gesegnet hat, ist es ein langer Weg. Ja. Der österreichische Beamte am Ballhausplatz sieht seine Aufgabe nicht nur darin, irgendeinen Akt trocken zu erledigen, sondern vielmehr darin, in jedem Akt auch die Person zu sehen und zu trachten, daher der Individualität des Betreffenden Rechnung zu tragen. Er bemüht sich daher, immer eine Erledigung für das Einschreiten des Betroffenen zu finden, um ihm die Möglichkeit zu geben, zu fühlen, dass die Staatsgewalt mit seinen kleinen Sorgen ebenso vertraut ist wie mit den großen Sorgen und ihr vollkommen Rechnung trägt. Ja, das schönste Erlebnis eigentlich war die Vorbereitungen für den Staatsvertrag. Ja, da haben wir müssen in Schönbrunn eben das Bankett herrichten. Also in Belvedere erstens einmal die Tafel, ne? Das haben wir nicht gemacht, das hat das Mobiliendepot gemacht. Und wir vom Kanzleramt haben müssen in Schönbrunn draußen die Tafel herrichten, und das fürs Bankett, dann fürs Festessen. Und da sind die Herren alle rausgekommen, ne? Krutschow, der Dulles, der war die Viere. Die vier Außenminister, die da waren, die da mit unterzeichnet haben. Und so wie wir halt die Tafel hingestellt haben, sie ist stehen geblieben. Das war eigentlich mein Stolz. Und mehr haben wir da nicht machen können, als wir, dass wir die Tafel
durch Schließloch beobachtet haben, weil die Kleinen haben ja nicht zugedürft. Seit damals hat das kleine Österreich wieder ein großes Wort mitzureden unter den Völkern. Ein kleiner Staat hat natürlich auch außenpolitische Aufgaben zu erfüllen. Sie sind meistens anders geartet als die außenpolitischen Aufgaben, die großen Staaten gestellt werden. Und so erhebt sich mit Recht die Frage, ja, was kann denn ein kleiner Staat tun, um seine außenpolitischen Interessen durchzusetzen? Ich will das so formulieren, es genügt nicht immer nur Recht zu haben, sondern man will ja auch gern Recht behalten. Und was macht man da nun? Man muss also in der Außenpolitik so wie in der Innenpolitik, und das scheint mir eines der Geheimnisse der Politik überhaupt zu sein, nicht nur mit dem eigenen Kopf denken, der manchmal gar nicht ausreichen muss, sondern auch mit einem zweiten Kopf und da meistens mit dem Kopf des politischen Partners oder des politischen Gegners. Ich glaube, dass jeder Mensch ein paar Lieblingsfiguren in der Geschichte und in der Literatur hat. Ich für meinen Teil habe einige Lieblingsfiguren in der Literatur. Eine davon ist die tragisch-noble Erscheinung des Don Quixote, den ich hier stehen habe, nicht nur, weil er mir Freude macht, sondern auch, weil ich glaube, dass er eine so sinnvolle Warnung ist, dass in dieser Zeit der Raketen und des Weltraumflugs und des Aufbruchs der großen Massen in Afrika und Asien die Diplomatie sich nicht der Methoden eines vergangenen Zeitalters bedienen darf, sondern neu finden muss. Also versuchen muss, sich frei zu machen von jeder Don Quixoterie, jenes Ritters, der in einer Zeit ein Ritter sein wollte, als es keine Ritter mehr gab. Frei zu machen von jeder Don Quixoterie jenes Ritters, der in einer Zeit ein Ritter sein wollte, als es keine Ritter mehr gab. Diese Bemerkung des österreichischen Außenministers Dr. Kreisky am Ballhausplatz ist eines jener Rezepte, die man in diesem Land entdeckte. Sie haben den unschätzbaren Vorteil, dass man auch in anderen Ländern nach ihnen kochen kann.